Aha. Und jetzt kommt der nächste Part. Kann ich mich hier hinsetzen? Okay. Nein, wir stehen Sie auf da. Der Herr aufstehen. Kaum. Vertreiben sich ein bisschen Zeit. Nur wie gesagt, wenn Sie jetzt. Entschuldigen Sie, warum bezahlen wir denn Steuergelder, wenn Sie am Ende verkaufen? Damit wir für Ihre Sicherheit sorgen, was wir gerade machen. Einen guten Tag noch. Okay, dann setze ich mich jetzt hier hin, bis ich wieder rauf. Wir können Sie einfach ins Gefängnis stecken, wie wär's damit? Aber habe ich das Straftat gemacht fürs raus? Ach gut, dann gehe ich ins Hotel, aber da möchte ich dann meine Ruhe das haben. Das ist eine gute Sache. Ja, danke für gar nichts. Okay, gut. Der Forge gesichtet. Bester Funk. Der Forge im Reaktor gesichtet. Am Reaktor. Major, wir haben Deathwatch, es kommt gerade bei uns in der Funksequenz, wir haben Deathwatch in Reaktor. Freilaufend? Ja, freilaufend. Das ist wahrscheinlich ein Schusswechsel. Commander, aktuell wurde mir gerade mitgeteilt, dass ein Deathwatch wohl im Reaktorraum sich befinden würde. Freilaufend. Major? Sind schon mehrere, ist hier auf dem Weg. Name ist geflohen, sein Name war Rüdiger, wie in den Akten da steht. Dem ist gerade eine Person aus dem Hauptgebäude, aus einer Zelle ausgebrochen. Rüdiger, welche Rasse? Wer's? Der heißt Rüdiger, die Person. Ich meine, das war ein Trandoshaner. Ist ein Trandoshaner. Farbe? Ist gesteckt. Sie dürfen erstmal nicht durch, tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht mehr, was einfach ja, ist. Ja, Snatchet, hilf mir doch mal, du. Gehen Sie mal ein bisschen zurück von der Estella hier, Herr Schaften. Ich möchte zu meiner Wohnung zurück. Ich habe Anordnung, das kann durchzulassen. Also, wie ich jetzt festgenommen wurde, das ist mir ein Rätsel. Ich wollte gerade. Hast du nochmal alle Deathwatch-Kontakt? Das ist jetzt gar nicht. Irgendwo hier laufen. Wir müssen ja einen Griff haben. Wir haben da 4, 5 S hier auf dem Weg hin. Bisher scheint es ein Griff zu sein mit dem Deathwatch. Alles gut. Okay. Wenn wir sehen, dass irgendwo ein S-Tier eingegriffen wird, ich wüsste, ich weiß nicht, ich kann mir leiden. Das ist aber jetzt ein kleines bisschen stressig in den Außenposten. Mit sehr viel Auflagen und so ein Zeug. Und shit, ein Dorn wird geschossen. Ist gar nicht mehr so stabil. Die Sicherheitslage. Ihr habt die Situation im Reaktor unter Kontrolle, braucht ihr Verstärkung. Die Antwort ist auch eine Antwort. Hat Ox festgenommen. Ox, Digga, Ox. Man kennt's. Man kennt den Ox auf jeden Fall. Ox ist wichtig. Mal gucken, was hat er denn gemacht? So, hier kommt Datapad. So, hier, Gefangene. Hört her, republikanischen Hunde. Heute habt ihr euch mit dem Syndikat angelegt. Das wird bereuen. Wir rufen nun alle Bürger hier auf die Straßen. Oh nein. Töte die republikanischen Hunde. Auf dem Dach ist ein Mitglied der Deathwatch gewesen. Ich bin der Vorsitzende. Auf Schafe? Angehalten, auf die scharfe Munition zu stellen. Die stellen auf scharfe Munition. Ihr habt einen Befehl gehört, scharfe Munition dann. Zögern Sie nicht, hier zu benutzen. Sollten Sie sich angegriffen fühlen oder bedroht fühlen, ziehen Sie sofort Ihre Waffe. Checks aus. Aus. Komm bei Fuß. Scharf Munition. Okay. Der Commander, ich lade. Können Sie mit Ihrem Gesandten abziehen? Ich denke nicht, dass Sie es brauchen. Ihr Gewehr ist deutlich effektiver.
Also wenn es ein engen Raum ist, können sie gerne den Elektrostab nutzen, aber sonst bitte die Waffe. Okay, gut, da können wir gleich mal... Da können wir gleich auf jeden Fall mit Angriffen rechnen. Die Zellentüren im Gefängnis bleiben offen ab jetzt. Anscheinend bulten sich hier welche durch. Private. Benötigen Verstärkung am Reaktor. Alles klar, ich habe Ihnen noch zur Info. Hinten links in der Zelle ist jemand drin, dann können Sie auf die andere Seite aufstellen. Meldung, Situation im Reaktor eskaliert, da müssen mehr Truppen hin. Wir haben eine Meldung, Major. Ja, ich sag schon. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Was sieht denn hier schon wieder alle auf mich? Bleiben Sie genau da stehen, okay? Ich hab doch gar nichts getan! Nein, keine! Was machen wir? Ich hab doch gar nichts getan! Kümmern Sie mal um den Feuerwehr, ich muss den Reaktor. Ich Major, ich will da auch zum Reaktor erstmal gehen, okay? Hallo! Ja, so, mal gucken, was jetzt aber ein Reaktor los ist. Da soll ja irgendwo ein Schusswechsel, irgendwie ein Schusswechsel sein. Ich hoffe, ich weiß jetzt hier wo der Reaktor ist. Ich glaube, der ist unten, aber ich habe keinen Plan. Ich habe ja echt keinen Plan, wo der Reaktor ist. Hier ist die Ausrüstungskammer. So, was ist denn hier? Das ist gar kein... Da ist die Mail-Station. Ich hab doch keinen Plan, wo der Reaktor ist. Fuck. da ist Gefängnis. Was ist denn hier? Und da Gefängnis ist... Büro? Ausbildungsraum? Baracken? Okay, ich habe glaube ich echt keinen Plan, wo das ist. Ich würde jetzt gerne den Truppen helfen, aber ich habe keine Ahnung, wo der Reaktor rum ist. Kein Plan. Was ist das vielleicht hier irgendwo? Ne, hups, das ist, sieht man aus wie Idiot. Halten. Da will man nicht rangehen. Ich will keine weiteren Verletzten sehen. Kriegt man nachher noch einen Schiss oder so. Und auf Anschiss haben wir wie alle bekannt keinen Bock. Anschiss ist was ganz, ganz. Und hat Mila. Bitte. Kaum irgendwo angeschossen oder so. Kann ich das frei machen? Ich komme nicht darum. Können Sie uns von den Korpo hier oder Vorwelt hier in MC bitte holen? Ja, ist okay, beruhigen Sie sich. Haben Sie was im Mund oder so? Ah ja, ich sehe schon. So. Oh, das ist schon einiges besser. Ja, glaube ich. Einfach umgefallen. Einfach umgefallen. Einfach umgefallen. Aber okay. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, warum ich überhaupt gefangen bin. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Kontrolliert den bitte mal nach der ID und so ein Zeug. Ja. Was ist denn unten los, Alter? Hier ist ja komplett eskaliert. Und warum sind denn hier überall auf Kommissar? Sechs abschnüffeln. Nach irgendwas, oh, nach Waffen, nach illegalen Sachen. Los. Ah, Gott, was ist denn hier unten im Gefängnis passiert? Liegen nur tote ST. Digga! Hier liegen halt nur tote ST rum und so ein Zeug. Weißt du was? Uff. Ich komme jetzt wieder zu Ihnen zurück, Major. Wir haben zwei oder drei tote ST unten im Gefängnis. Wir hatten gerade einen Gefängnisausbruch. Übernehmen Sie kurz die Kontrolle. Ja, mache ich. Über die ID-Kontrolle.
So, bin mir da. Okay, ich hab drei Leute, okay. Ich hab wieder Posten oben. Hä? Wie? Wenn ich darf. Ich würde mich wieder oben posten ziehen. Also bleiben Sie mal hier auf der Seite und gucken Sie, dass hier keine Leute abhauen. Also bleiben Sie hier in der Richtung, gucken Sie bitte. Was denn? Hier in diesem Sektor befindet sich ein Scharfschütze. Ich wurde soeben am Estela umgeschossen. Ja, wir hatten auch gerade einen Gefängnisausbruch, wo drei Estela gestorben sind. Wir haben gerade überall Schwierigkeiten, Private. Hier ist gerade nirgendwo sicher. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich geschossen werde. Na, gibt's aber. Das gefällt mir gerade gar nicht, was hier abgeht. Wir haben die Lage doch nicht unter Kontrolle. Ich befinde mich gerade in Sektor 3 in einem der Wohnhausgebäude. Aktuell kein Scharfschütze im Haus gesichtet. Digga, ich krieg jetzt einen Schaden hier von irgendwas. Was ist das? Über uns sind überall Personen auf den Rohren und sonst wo. Direkt über uns steht einer und weiter ein bisschen Richtung Westen oben. Stehen wir verteilt. Ja, einen habe ich noch gesehen. Leute, wie es weiter geht, seht ihr nächsten Part. Möchtet ihr es gefallen, lasst gerne Daumen unter, gerne auch ein Abo. Bis zum nächsten Part. Tschö.